Es geht weiter. So, jetzt kommen wir dann an unser zweites Lehr. Aber ich sollte die Paddel. Schon wieder geht's ab. Zweite. Ja, nicht Umtragung, Umfahrung. Dankeschön. Maja, alles gut, oder? Hat doch was. Das hat doch was. Naja, besser dann runterfahren. Lieber so. Ja, Nummer 3. Oh, hier sieht's fast nach Strömung aus. Ja, ich glaube, hier kommt das Wasser des Rückstands. Es geht vorwärts. Vorne sieht's fast nach Wildwasser aus. Hey. Schauen wir mal. Mit Strömung, nicht schön. Ganz andere Stimmung jetzt. Ach, ein Fluss, der fließt, wenn auch nicht schnell. Und jetzt sind wir bald richtig in der Schweiz. Dann ist auch die rechte Seite schweizerisch. Aber ja. Wunderschön hier. Ja, wir sind in der Schweiz. Platz zum Übernachten. Maja ist müde. Aber wir bauen uns auch gleich unser Lager auf. Ey, da war ein Kanufahrer.
Schweiz. Hohoho! Ja, wir haben wieder einen wunderschönen Platz gefunden. Aber ich muss laufen, Maya. Maya wird ungeduldig. Nee, von der Tourmündung sogar ein Kompost. Toilettenhäuschen. Ja, und hier werden wir übernachten. Rastplatz mit Feuerstelle. Komm, wir laufen ein bisschen. Ja, Maya ist gut drauf. Alles gut. Lauf. Abendrunde. Ja, das Naturschutzgebiet da hinten darf man mit Hunden nicht betreten. Ja, da halten wir uns natürlich dran. Nicht betreten, Maya. Wohl auch Bibergebiet. Ja, schön ruhig hier. Ich denke, hier haben wir eine ruhige Nacht. Hier die Schautafel. Zurück zum Platz. Ja, Feierabend. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch ein Feuer. So, und jetzt gibt es noch ein kleines Feuer, glaube ich. Ohoho. Ja, das machen wir alles hier. So einem alten Mora habe ich ein bisschen gepimpt. Ja. Man braucht keine teuren Messer. Gut, ich hätte auch gern welche. Aber. Oh, Maya. Mein altes Mora, mein neuer Feuerstahl. Schauen wir. Ja, bald haben wir ein richtiges Feuer. Aber ich muss zugeben, ich habe fast meinen ganzen Zunder verbraucht. Cooler Platz. Coole Tour.
Aber bald ist Feierabend. Bis morgen. Ja, nicht gerade im Prachtfeuer. Aber es reicht. Noch Nebel. Ja, jetzt erstmal wieder alles einpacken. Hier die super Komposttoilette. Und jetzt geht's dann weiter. Ja, ich habe zu wenig Kaffee eingepackt. Jetzt gibt's halt Kakao mit Zimt und Honig. Und dann hoffen wir, dass die Sonne kommt. Wir haben Besuch. Guck mal, Maya. Hier sind da Schwäne. Oh, sind die fein. Hallo, Freunde. Jetzt gehen sie untertauchen. Ach, es ist doch schön. Es geht weiter. Wir verlassen diesen schönen Platz. Maya, geh mal weiter. Ja, richtig schön hier. Ja, dieses Kompostklo mit Holzspänen. Interessant. Na komm, jetzt gehen wir. Schön war's. Chaya liegt bereit. Ja, wir haben abgelegt. Hier ist auch ein Schutzgebiet. Hier mündet gleich die Tour. Das sind die Touraugen. Ja, richtig schön. Da vorne kommt die Tour. Aber ich habe ein Handicap, entweder Film oder Paddeln. Also, Paddeln. Guten Morgen, Silberreiher, aber den seht ihr wahrscheinlich nicht. Richtig schön hier. Natürlich mit Bunker. Hier kommt die Tour. Schön hier. Da gerade ein Fisch. Ja, und da vorne liegt noch Nebel über dem Wasser. Interessant. Ja, da vorne kommt ein Waldgebiet. Wir sollten paddeln. Das heißt ich. Wunderschön. Oh, da vorne kommt ein Boot. Oder? Schwan im Tiefflug. Schaut euch mal das Wasser an. Man sieht auf den Grund. Gut, hier ist er natürlich nicht so tief, aber schon beeindruckend. Ja, aber ganz schön frisch jetzt hier im Nebel.
schauen, ob ich mich zeigen kann. Ich weiß nicht, bin ich im Bild? Ja, richtig schön. Aber wir haben Herbst. Treiben ja, wir kommen immer mehr in den Nebel hinein. Da vorne war es noch sonnig. Aber wir müssen hier hin. Okay. Muss ich mich nachher vielleicht doch noch umziehen? Wird frisch. Gänsehaut. Einfach wunderschön hier. Und so spät entdeckt. Überall Rastmöglichkeiten. Schon fantastisch. Und da oben der Mond. Kurze Pause. Hier fließt ein Bächlein. Und was empfängt uns hier noch? Eine schöne Bank. Und Brombeeren. Maja, Brombeeren. Die Zeit. Okay. Und Hagebutten. Wir machen ein paar Flöcher, gell? Hier ist ein Riesenspinnnetz. Mit einer Riesenspinne. Keine Ahnung, Leute, was ist das? Und Maja hat ihren eigenen Bach gefunden. Hey, Mädels, ist es weit? Ist es weit? Pass auf. Hey, mach die Spinne nicht. Hey, die greift dich an sonst. Komm her. Lass die Spinnennetze in Ruhe. Oh, alles gut. Du bist eine Verrückte. Du bist doch eine kleine Verrückte. Muss wieder Gewicht heben. Ey, Maja, lass es doch. Lass es doch. Hey, du. Wir gehen doch gleich weiter. Ja, ein bisschen fließt er doch. Ja, plötzlich haben wir Gegenwind. Westwind. Ja, das Wetter soll sich auch ändern. Ich hoffe, du kriegst die Sache trocken über die Bühne. Das heißt paddeln. Ja, eine Menge Kumarane und Fischreier unterwegs. Windy, windy. Also langsam macht die Landschaft auf und so hoffe ich doch, dass wir unser Ziel heute noch haben. Ja, es wird Herbst.
Ja, die Landschaft macht auch noch nicht auf. Wir haben noch ein bisschen zu paddeln. Sei mal. Hat er was? Ich glaube, der hat was. Ich glaube, da vorne ist unser Ziel. Eglisau. Von dort müssen wir mit der Bahn weiterkommen. Auf jeden Fall gibt es eine Eisenbahnbrücke. Richtig schön. Eglisau. Schon nett. Ja, bald geschafft. Aber da müssen wir irgendwie noch auf Brückenhöhe kommen. Okay. Ich glaube, hinter dem Pfeiler geht's raus. Ja, und jetzt wurde es nochmal richtig fordernd. Ich musste mein ganzes Zeug hier diese Treppen hochziehen. Trolley, Rucksack. Ja, und es war wieder richtig heiß. Aber gut, was blieb mir übrig? Irgendwie haben wir auch das geschafft. Und so haben auch die Beine ein bisschen Training abbekommen. Ja, von ganz da unten. Hier sind wir gestartet. Schöne Reise. Aber auch gut, das Wetter wird schlechter. Ja, die Anfahrt und die Rückfahrt ist meistens mit das Aufregendste in der ganzen Sache. Aber alles gut. Ich hoffe, wir kommen nach Hause. Ja, wir sind fast zu Hause. Oh. Ganz schön anstrengend. Ja, Anfahrt. Rückfahrt sind einfach meistens strapaziöser als die ganze Reise. Hey, Maja, sind wir wieder zu Hause? Sind wir wieder zu Hause? Alles gut. Die letzten Meter. Morgenrunde. Ja, wir sind wieder zurück. Schön wieder zu Hause zu sein. Ja, später mehr. Ja, ganz schön frisch heute Morgen.
drüber. Ja, später noch ein kleines Fazit. Aber jetzt laufen wir erstmal. Piste. Ja, ich wollte ja noch ein kurzes Fazit ziehen zu der Reise, zu den 3 Tagen auf dem Hochrhein. Es war eine wunderschöne Reise. Das Wetter hat gepasst, klar, nachts war es ein bisschen frisch. Ja, erst der Trubel in Schaffhausen, aber dann nachher alleine unterwegs. Wunderbare Plätze gefunden. Ja, überhaupt kein Problem, jetzt in der Schweiz einen Rastplatz zu finden. Wie gesagt, oder wie gesehen, mit Toilette, Feuerstelle, ja. Und ich muss einfach sagen, in der Schweiz funktioniert alles. Sei es die Bahn, sei es, ja. Gastronomie, es funktioniert noch. Zwar unwahrscheinlich teuer. Aber ja, war schön. Ja, auch Maya hat die Sache, denke ich, gefallen. Sie hat gut mitgemacht. Und nach den 3 Tagen muss ich den nächsten Tag erst wieder ein bisschen langsam machen. Das ist nun mal so. Wir werden nicht jünger, auch ich nicht. Ja. Aber dem ein bisschen entgegenzutreten, denke ich, niemanden geschadet. Das soll es aber gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Mal schauen, was demnächst so passiert. Erstmal nur kleinere Sachen, denke ich. Ja, bis dahin. Bleibt geschmeidig, Leute. Traumtänzer. Ja, die Maya möchte ich jetzt nicht rufen. Die liegt gerade unten. Bis dann. Ciao.